Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können ein gutes Mittagessen während unserer Diskussion genießen. Unser Thema ist der europäische Wirtschaftsraum, ein Warteraum der EU oder eine langfristige Alternative zur Mitgliedschaft. Anlass ist der 25-jährige Beitritt des Fürstentums Liechtensteins zu diesem EWR. Und über diese Frage habe ich das Vergnügen, mit Katrin Eggenberger, der Ministerin für Äußeres, Justiz und Kultur des Fürstentums Liechtenstein, zu diskutieren. Herzlich willkommen. Und Martin Sellmeier, dem Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Wien und ehemaligem Generalsekretär der EU-Kommission. Herzlich willkommen. Was ist der EWR überhaupt? Der EWR verbindet die 27 Mitgliedstaaten der EU und 3 der 4 EFTA-Staaten, nämlich Norwegen, Island und eben das Fürstentum Liechtenstein. Die Schweiz als einziger der EFTA-Staaten hat sich 1992 entschlossen, nicht dem EWR beizutreten. Der ist eine vertiefte Freihandelsunion, er ist aber keine Zollunion. Und es gelten, Daumen mal Pi würde man sagen, 80% der EU-Binnenmarktvorschriften. Frau Ministerin, als Vorarlberger darf ich das so zugespitzt formulieren. Liechtenstein hat rund 1/10 eines Promils der EU-Bevölkerung mit nicht einmal 40.000 Einwohnern. Wie wichtig ist es für ein kleines Land wie Liechtenstein, inmitten des europäischen Kontinents in seine übergeordnete Wirtschaftsstruktur eingebettet zu sein? Können Sie uns da, was waren die Gründe, die Motivationen des Fürstentums beim EWR mit Ja zu stimmen? Ja, vielen Dank, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu Beginn möchte ich kurz dem Herrn Professor Dr. Martin Sellmeier und dem ganzen Team danken, und zwar der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich für die Organisation dieser Veranstaltung und die Einladung zur Teilnahme an diesem Panel. Liechtenstein feiert dieses Jahr das 25-Jahr-Jubiläum, das haben Sie gerade gesagt, seiner Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum. Dies ist ein hervorragender Anlass für einen Rück- und einen Ausblick in Bezug auf unsere Beziehungen zur Europäischen Union. Um diese Blicke kurz Rückblick, Ausblick kurz zu veranschaulichen. Und deshalb freue ich mich auch ganz speziell auf diesen spannenden Austausch heute in der heutigen Diskussion. Vor 25 Jahren startete Liechtensteins Abenteuerreise im EWR, um es mal so nennen zu dürfen. Was mit einer Verfassungskrise begann, gilt heute als Erfolgsgeschichte der liechtensteinischen Außenpolitik. Wir sind stolz auf das Erreichte und wollen die Partnerschaft mit der EU auch in Zukunft weiterführen und weiter vertiefen. Ja, ursprünglich als Wartesaal für die EU-Mitgliedschaft gedacht, gilt der EWR heute als erfolgreiches und langfristiges Integrationsmodell für Länder, die der EU nicht beitreten wollen oder können. Oder mit den anderen Worten oder den Worten des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, das EWR-Abkommen ist keine kurzfristige Transaktion, sondern eine langfristige Partnerschaft, zu der jeder seinen Beitrag leistet und aus der jeder seinen Nutzen zieht. Nach dem EWR-Nein der Schweiz war es für Liechtenstein eine äußerst mutige und kluge Entscheidung, einen eigenen Weg in der Europapolitik zu beschreiten. Und ohne die Unterstützung der EU und auch der Schweiz wäre dies wohl nicht möglich gewesen. Besonderer Dank gilt deshalb Österreich, welches sich in der EWR-Verhandlungen stets für die liechtensteinischen Anliegen eingesetzt hat. Ja, der EWR findet große Zustimmung, ich habe es gerade kurz erwähnt, bei den Liechtensteinerinnen und Liechtensteinern, denn wir haben im März diesen Jahres eine Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage. Und dabei trägt sicher auch die Sonderlösung im Personenverkehr, wie gesagt, die Quotenregelung für den Zuzug nach Liechtenstein zur breiten Unterstützung in der Bevölkerung bei. Dies ist ein gutes Beispiel für die Offenheit der EU gegenüber länderspezifischen Bedürfnissen. Und kurz zum Abschluss meines Eingangsstatements möchte ich noch erwähnen, ja, der EWR öffnet uns die Tür zu Europa. Und deshalb auch heute im Europahaus, tolle Location, nochmals vielen herzlichen Dank. Denn wir haben stabile Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft, die dadurch eröffnet wurden. Die EU bleibt
auch nach dem Brexit Liechtensteins wichtiger Handelspartner. Viele Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner profitieren von den EWR-Grundfreiheiten, indem sie in der EU wohnen, arbeiten oder studieren unter anderem oder eben dort auch investieren. Umgekehrt basiert der Erfolg der liechtensteinischen Wirtschaft vor allem auch auf den vielen Fachkräften, die wir aus der EU rekrutieren, insbesondere aus dem benachbarten Vorarlberg. Ja, die Tatsache, dass Liechtenstein gleichzeitig in zwei Wirtschaftsräumen, dem EWR und der Zollunion der Schweiz, teilnimmt, hat sich als großer Standortvorteil entpuppt. Und die EWR-Mitgliedschaft macht es möglich, dass wir unsere fast 100-jährige Zollunion mit der Schweiz aufrechterhalten und gleichzeitig die Beziehungen mit Österreich innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums weiter vertiefen. In diesem Sinne hat uns der EWR wieder ein Stück näher zu Österreich gebracht. Ja, ein robustes, anpassungsfähiges Konstrukt, das Veränderungen, die die EU in den letzten Vierteljahrhundert durchlaufen hat, und insbesondere auch die EU-Erweiterungen. Hierzu kamen existenzielle Krisen wie die Finanz- oder Migrationskrise hinzu, nicht zuletzt jetzt gerade, wir sind mitten in der Corona-Krise, welche erneut eine Zerreißprobe für die EU darstellt. Es ist klar, dass wir diese globale Krise nur gemeinsam lösen können. Und deshalb für uns wirklich, wir sind ein verlässlicher, konstruktiver Partner im EWR. Wir haben das auch bewiesen, wir werden das auch weiterhin beweisen. Denn Liechtenstein hat rund 10.000 EU-Rechtsakte ins nationale Recht inkorporiert. Dabei Liechtenstein natürlich mit dem EWR-Beitritt die fast 10.000 EU-Rechtsakte. Und allein im Jahr 2019 waren es über 700. Das zeigt doch ganz klar, wie wichtig diese Regulierungsflut nicht nur für Brüssel, aber auch für uns ist. Und wir passen uns da natürlich entsprechend an. Und deshalb danke ich nochmals herzlich für die Einladung zum heutigen Gespräch. Ich möchte mich nicht zu lange halten in dem Eingangsstatement. Ich denke, wir wollen bald in eine interaktive Diskussion starten und übergebe gleich wieder das Wort. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Herr Sellmayr, mit welchen Augen blickt denn Europa, blickt die EU-Kommission auf den EWR zum einen und auf das kleine Fürstentum Liechtenstein zum anderen? Also zunächst, Herr Hämmerle, gibt es ja für uns als Europäische Kommission in Europa keine kleinen Staaten. Das ist ja ein Wort, das wir ablehnen. Alle Staaten sind gleich wichtig. Und ich glaube, das sieht man gerade an diesem Fall. Ich weiß noch genau, wie im Jahr 1992, ich selbst studierte damals in der Schweiz, hatte die EWR-Verhandlungen aus Schweizer Brille miterlebt. Und das war sehr spannend, weil ich als Deutscher kannte solche spannenden Verhandlungen damals gar nicht, weil bei uns die Mitgliedschaft ja schon lange her war und wir darüber auch gar nicht diskutiert haben. Und auf einmal stimmten die Schweizer dagegen. Das war eine große Tragödie für alle, die da verhandelt haben. Es sah auch aus, als wäre es ein schwarzer Tag. Und eine Woche später stimmen in Liechtenstein mit, ich glaube, etwa 87% Stimmbeteiligung, 55,8% der Liechtensteiner für den EWR. Also ich persönlich, der die Verhandlungen miterlebt, war damals sehr froh. Ich habe dann auch gelernt, dass kleine Staaten sowas durchaus dann rausreißen können. Weil, obwohl die Schweiz dagegen stimmt, Liechtenstein hat dafür gestimmt, das hat das Abkommen sicherlich nicht nur psychologisch dann am Ende gerettet. Und viele Jahre später haben wir das in der Europäischen Union selbst erlebt. Da wurde der große Verfassungsvertrag von Frankreich und von den Niederlanden abgelehnt. Aber Luxemburg stimmte dafür und hat dafür gesorgt, dass dann dieser Vertrag am Leben blieb und am Ende zum Lissabon-Vertrag wurde. Also kleine Staaten können in Europa sehr viel bewegen, wenn sie sich klug aufstellen. Das hat, glaube ich, Liechtenstein damals und seine Bevölkerung getan. Das Zweite, was mir einfällt zu dieser Frage, ist, der EWR ist vielleicht nicht allen bekannt, aber wenn wir gegenüber Drittstaaten auftreten, ist es für uns als Europäer durchaus wichtig zu sagen, das ist der größte Binnenmarkt der Welt. Das sind eben nicht nur die 27 EU-Staaten, die sicher der Kern des Ganzen sind, sondern wir sind sehr viel größer. Und das spielt eine Rolle bei der Durchsetzung von europäischen Standards. Ich denke beispielsweise an die europäischen Regeln über den Datenschutz, die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, die wir in Europa 5 Jahre lang gestritten haben, wie wir das ausbalancierte Regelwerk hatten. Und als das dann im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, stand da ein kleiner Zusatz dazu, Text von Bedeutung für den EWR. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was das heißt. Das heißt aber, dass eben auch beispielsweise in Liechtenstein, in Norwegen und in Island dieses jetzt Recht ist und damit zu unseren internationalen Standardsätzen
beiträgt einem wichtigen Bereich wie dem Datenschutz. Ich bin sicher, wenn wir in den kommenden Wochen über das erste europäische Klimagesetz verhandeln, ich weiß ja, dass da Liechtenstein international schon auf unserer Seite kämpft und viele andere der EWR-Staaten auch, dass wir hoffentlich einen ähnlichen Effekt über den EWR erreichen werden, weil da steht dann sicher auch am Ende im EU-Amtsblatt Text von Bedeutung für den EWR. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist zum EWR aus Erfahrung der Europäischen Kommission. Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, schon der damalige Kommissionspräsident Jacques Delors, der diese Idee hatte, einen solchen europäischen Wirtschaftsraum zu entwickeln, man kann an unserem Binnenmarkt teilnehmen. Wir wünschen das sogar, aber es muss in einer strukturierten Art und Weise stattfinden und es muss ein faires Gleichgewicht von Rechten und Pflichten geben. Und der Binnenmarkt ist da von anderen Politikbereichen nicht immer zu trennen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was ja auch in Österreich immer eine Rolle spielt. Zum Binnenmarkt gehört als integraler Bestandteil dazu das Wettbewerbsrecht, das Kartellrecht und das Beihilfenrecht. Also wenn heute sowas Michel Barnier, unser Chefunterhändler in den Brexit-Verhandlungen, das gebetsmühlenhaft in Großbritannien wiederholt, dass man nicht einfach nur die vier Freiheiten haben kann, aber nicht auch Regeln gegen staatliche Subventionen, die den Wettbewerb verzerren, das ist eine gemeinsame Position der Europäischen Union seit den 90er Jahren und im EWR eigentlich mustergültig existiert, denn Liechtenstein, Norwegen und Island haben das identische Beihilfenrecht mit einer eigenen gemeinsamen Aufsichtsbehörde, die das Beihilfenrecht durchsetzt. Und vielleicht die letzte Bemerkung noch. Jacques Delors hat das 1989 vor dem Europäischen Parlament gesagt. Der EWR ist nicht nur ein erweiterter Binnenmarkt, sondern er ist auch eine Wertegemeinschaft. Er ist ein dynamisches Projekt. Und die dabei sind, teilen auch andere Politiken, auch wenn sie nicht im selben Maße Souveränität übertragen, wie das die Mitglieder der Europäischen Union tun. Und deshalb ist es sehr interessant zu sehen, wie in einigen Bereichen, ob es das Erasmus-Programm sind, wo viele Studenten aus Liechtenstein, Norwegen und Island in Europa unterwegs sind, aber beispielsweise auch bei etwas schwierigen Politikbereichen. Ich denke mal an das Thema Migration, was ja gerade in diesen Tagen durch die Ereignisse von Moria uns vor die Augen geführt hat. Also wer weiß eigentlich, dass Liechtenstein sich an den europäischen Bemühungen der Umsiedlung, der Relocation, also Resettlement von Flüchtlingen während der Flüchtlingskrise sehr aktiv beteiligt hat und teilweise stärker prozentual, als das einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union getan haben. Da zeigt sich, dass wir eben eine Wertegemeinschaft sind. Oder jetzt auch in der Covid-Krise. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am 4. Mai eine Global Pledging-Konferenz einberufen, damit wir gemeinsam finanzieren einen Impfstoff gegen Covid-19. Und es ist doch schön, wenn wir da sehen, am Tisch sitzen nicht nur die 27 EU-Staaten, sondern da sitzt auch Liechtenstein mit am Tisch und hat sich mit einem erheblichen Betrag von 474 Millionen Euro an dieser globalen Anstrengung beteiligt. Denn wir sind der Auffassung, die Europäische Union, alle EWR-Staaten und auch Liechtenstein, dass wir gemeinsam einen Impfstoff entwickeln müssen. Denn diese Krise ist erst vorbei, wenn alle in der Welt von ihr befreit sind. Danke. Frau Ministerin, es ist gerade das Ergebnis der Schweiz 1992 erwähnt worden, oder des Liechtensteiner besser gesagt. Die Schweiz hat, um den Bundespräsidenten Österreichs zu zitieren, arschknapp quasi dagegen gestimmt, nämlich mit 49,7% in Volksabstimmung. Bei den Kantonen war es etwas deutlicher. Jetzt kennen wir beide die innenpolitischen Debatten über Europa und die europäische Integration in der Schweiz und in Österreich, und die wird recht handfest und robust geführt. Was war das Ärgste, was jemals ein Medium oder ein Politiker in Liechtenstein über den europäischen Integrationsprozess geschimpft hat? Ja, geschimpft. Also ich würde jetzt mal sagen, es gab viele gute Argumente, dass uns dann schlussendlich eben auch die Möglichkeit gab, überhaupt beizutreten. Ich denke, die Beteiligung am europäischen Binnenmarkt als solches ist sicher der wesentliche Grund für den Beitritt Liechtensteins zum EWR. Und ja, ungehinderter Zugang zum EU-Binnenmarkt war und ist bis heute Schlüsselargument für EWR-Mitgliedschaft als Land mit stark exportorientierter Wirtschaft, wie das eben Liechtenstein ist. Aber ja, haben Sie ein Argument, warum die Debatte so unglaublich sachlich in Liechtenstein ist? Ja, eben. Es gibt kaum eine Polemik. Es wird nicht gestritten, sondern sagt, Daumen mal Pi, mehr Vorteile als Nachteile, machen wir. Nein, aber das zeigt ja wieder jetzt 25 Jahre später die Umfrage, die wir jetzt im März hatten, oder? Die Umfrage zeigt ganz klar, über 80% der liechtensteinischen Bevölkerung findet es als sehr guter Beitritt und würde es nicht gerne anders haben. Das sah vor 25 Jahren vielleicht noch ein bisschen weniger klar aus, aber ich denke, die 25 Jahre haben gezeigt, dass es eben wichtig ist, dass man den Beitritt forciert hat, dass man seit 25 Jahren dabei ist und hoffentlich noch viele Jahre mehr. Sind die Liechtensteiner immuner? Also wenn wir jetzt über Epidemiologien und Epidemien sprechen, gegen etwas, was sich Populismus gerade im Blick auf Brüssel und EU quasi auswirkt?
Ich denke, als großes Ganzes hat die Liechtensteiner Bevölkerung das Zeichen der Zeit erkannt. Denn das Ende des Kalten Krieges, die Öffnung von Grenzen, aber auch der bevorstehende Integrationsschub in Europa, den alle damaligen EFTA-Staaten, auch inklusive Österreich und die Schweiz, in Bezug auf dem EWR gemeinsam mitgestaltet haben. Oder eben auch die zunehmende Rolle der Außenpolitik für die Souveränität. Und ja, zur Entscheidung für den EWR-Beitritt gehörte auch Mut. Das ist ganz klar, denn gerade auch nach dem Nein der Schweiz zum EWR-Beitritt und eben auch die Lösung der Mitgliedschaft in zwei Wirtschaftsräumen, das heißt Zollunion mit der Schweiz durch den Zollvertrag und der EU-Binnenmarkt durch das EWR-Abkommen, wäre wahrscheinlich ohne Mitwirkung der Schweiz nicht möglich gewesen. Das ist ganz klar zu sagen, ganz klar festzuhalten und eben wie gesagt der Mut, ja, Mut zur Lücke, Mut zu was Neuem, das man damals nicht kannte und heute zeigt es ganz klar, es war ein wichtiger und guter Weg und ein Weg, der die Bevölkerung bis heute klar unterstützt und dahinter steht. Ja. Lass mich nochmal nachhaken. Sie haben die Umfrage schon erwähnt. Da kommt auch ein relativ starkes, bei einer soliden Anteil der Bürger, Europabewusstsein. Natürlich zuerst Nationalbewusstsein, dann Regionalbewusstsein, sage ich als Vorarlberger auch. Rheintal, der Rhein trennt nicht nur, sondern er verbindet auch eine Region, gerade bei Hochwasser. Fürchten die Liechtensteiner generell, ist die Angst um Identität, um ihre Identität ein Thema in Liechtenstein? Ich denke ganz klar, wir liegen geografisch im Herzen Europas. Und das ist ein klares Zeichen auch dafür, die 300-jährige Geschichte Liechtensteins zeigt die Wahrung der Souveränität und Integration natürlich als wichtiger Bestandteil auf europäischer und globaler Ebene als solches. Das sind ganz klar keine Widersprüche. Das geht herein und da im Gegenteil Liechtensteins Mitgliedschaft in internationalen Institutionen und Organisationen haben zur Stärkung unserer Souveränität beigetragen. Mhm. Und je kleiner das Land natürlich, umso wichtiger die Außenpolitik, umso wichtiger die ganze Welt, denn wir brauchen den Multilateralismus ganz klar, zusätzlich zur engen Nachbarschaftspolitik, die wir über Jahrzehnte auch mit Österreich vor allem pflegen dürfen, aber nicht nur natürlich zu allen deutschsprachigen Nachbarländern. Und ja, das war und ist bedeutender Bestandteil unserer Außenpolitik bis heute. Kleine Staaten, Stichwort Zwerge, wie Sie es vielleicht auch schon mal genannt hatten in der Vergangenheit. Das ist vielleicht auch dann die Frage dahinter, da man sagt, ja, die sind bekannt für ausgeprägtes Identitätsbewusstsein. Und das natürlich leben wir tagtäglich, denn Liechtenstein hat seine Identität in der Vergangenheit geholfen, herausfordernde Zeiten auch zu überbrücken und zu meistern, unter anderem natürlich die 1930er, 1940er Jahre. Und deshalb wirklich nochmals abzurunden, zu sagen, der EWR ist ein ganz gutes Beispiel, ein wichtiger Beitrag zu einer eigenständigen liechtensteinischen Außenpolitik als solches. Und auch die EWR-Mitgliedschaft hat für Liechtenstein ermöglicht, ein außenpolitisches Profil zu gewinnen über die Jahre hinweg. Und auch die Wahrnehmung Liechtensteins als attraktives, als aktives und verlässliches Mitglied der Staatengemeinschaft hat ganz klar dazu geführt, dass das erhöht wurde. Und da setzen wir uns auch tagtäglich dafür ein. Mhm. Herr Sellmayr, in Österreich, ich erinnere mich, war ein starkes Motiv, aus der EFTA in die EU einzutreten, in die damalige EU. Man wollte kein Europäer zweiter Klasse sein, zumindest für diejenigen, die das befürwortet haben. Gibt es diese Europäer zweite Klasse tatsächlich? Und daran angehängt, was die Frau Ministerin jetzt gerade ausgeführt hat, wäre es womöglich gut für die EU, wenn es mehr aus sehr viel kleineren Staaten bestehen würde, obwohl ja Europa ausschließlich aus kleinen Staaten besteht, wie Henry Sparker mal gesagt hat, die, die es wissen und diejenigen, die es noch nicht wissen, dass sie ein kleiner Staat sind. Aber wäre das für den Weg der europäischen Integration ein paar Hürden weniger, mehr kleine Staaten, weil sie eben diesen Multilateralismus so sehr quasi als Eigeninteresse definieren? Also um mit dem zweiten Teil der Frage anzufangen, ich glaube, Sie haben es schon richtig formuliert. Ja? Es gibt eigentlich nur kleine Staaten. Das ist der Grund, warum die Europäische Union zusammenhalten muss und warum sie ein gutes Projekt ist und warum auch der EWR das ist.
Sie haben gesagt, einige wissen es noch nicht. Ich glaube, es ist eine richtige Formulierung. Wenn ich die Außenministerin Liechtensteins höre, und ich höre ihr sehr gerne zu und häufig zu, sie erinnert mich sehr an meine ständigen luxemburgischen Chefs, die ich in der Europäischen Union immer gehabt habe. Denn für die war das nie ein Widerspruch. Nationale Souveränität und multilaterale und europäische Zusammenarbeit, das gehört zusammen. Eine luxemburgische Chefin von mir sagte mal, wir Luxemburger sind in den Binnenmarkt hineingefallen wie Obelix in den Zaubertrank. Deshalb stellt sich die Frage nicht mehr. Wir wissen nämlich, dass er uns stark macht, und das ist auch selbstverständlich für unser selbstverständlich. Und ich glaube, das ist eine Formulierung, die man vielleicht sich noch mehr wünschen könnte, aber ich merke, es setzt sich schrittweise durch, und wir merken das alle langsam, dass wir doch alle klein sind, vor allem gegenüber dem, was sich um uns herum in der Welt tut, ob es Herr Trump, Herr Putin oder China ist. Europa kann eigentlich nur eine Identität, Standards und unsere Werte verteidigen, wenn wir zusammenhalten. Erster und zweiter Klasse, nein, das glaube ich nicht, dass wir sowas haben. Wir haben aber vielleicht ein Europa, das man am besten mit dem Begriff der konzentrischen Kreise beschreiben kann. Wir haben sicher die Europäische Union, wo wir sehr weit gegangen sind, wo wir aber nicht gleich so weit gegangen sind, sondern wo wir uns schrittweise aufeinander zubewegt haben über die letzten mehr als 60 Jahre. Und denken Sie doch an Österreich. Österreich hat ja die Erfahrung in allen drei Aggregatzuständen der europäischen Integration mitgemacht. Erst in den 60er Jahren in der Europäischen Freihandelsassoziation, weil man sagte, wir sind neutral, wir wollen weiter weg davon sein, wir wollen eigentlich uns nicht politisch integrieren, wir wollen eigentlich nur freien Handel. Ja, und vergessen Sie nicht, Großbritannien war das führende Mitglied der sieben EFTA-Gründungsstaaten. Liechtenstein war damals schon assoziiert mit der Schweiz dabei. Dann kamen die 90er Jahre, der Umbruch in Mittel- und Osteuropa und das Angebot von Präsident Jacques Delors, den europäischen Wirtschaftsraum als etwas zu entwickeln, ja, wo man erstmal diesen Aggregatzustand eines intensiveren Teilnahme am Binnenmarkt erproben konnte, wo man noch Souveränität nicht aufgeben musste, aber wo man doch schon auch nicht nur A, sondern zumindest auch ein halbes B dazu sagen musste, nämlich finanzielle Beiträge, Einhaltung von Recht und trotz freiwilliger Teilnahme eine Teilnahme an gemeinsamen Institutionen. Und Österreich ist ja ein Jahr lang Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums gewesen und ist dann von der einen Seite der Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum, wo alle EWR-Staaten und EFTA-Staaten stehen, auf die andere, auf die EU-Seite gewechselt und hat also beide Farben erlebt. Dass Österreich dann am Ende gesagt hat, wir sind dabei, ist eine freiwillige Entscheidung der österreichischen Bevölkerung gewesen, die dafür ja ein Referendum, ein sehr erfolgreiches auch, durchgeführt hat. Aber es sind beide Modelle möglich. Und ich glaube, jeder muss das selbst entscheiden. Auch die Europäische Union muss das immer wieder entscheiden. Jacques Delors hat damals gesagt, als er den EWR ins Leben gerufen hat, wir wollen Vorrang der Vertiefung vor der Erweiterung geben. Erweiterung um jeden Preis ist nicht Ziel der Europäischen Union, weil wir wollen die Europäische Union nicht wie ein Stück Zucker im Wasser auflösen, aber wir wollen auch unsere nachbarschaftlichen Beziehungen mit denen, die uns wertemäßig nahestehen, privilegiert organisieren. Ich glaube, das trifft es am besten. Es gibt keine Europäer zweiter Klasse, sondern die Mitglieder im EWR sind privilegierte Partner der Europäischen Union, und dieses Angebot gilt natürlich auch in Zukunft weiter. Ich glaube, wir sollten viel mehr den EWR in die Mittelpunkte unserer Nachbarschaftspolitik stellen und dann den einzelnen Staaten die Wahl erlauben, wollen sie tatsächlich dauerhaft im EWR bleiben oder wollen sie ihn zumindest als Möglichkeit nutzen, um eines Tages Vollmitglied zu werden. Beide Möglichkeiten muss es geben. Ich persönlich, aber es ist eine ganz persönliche Meinung, habe mir zeitweise in den Verhandlungen mit Großbritannien beim Brexit gewünscht, dass Großbritannien doch zumindest den Schritt macht, dann nicht gleich ganz raus, sondern zumindest in den EWR hineinzugehen. Das wurde aber politisch nicht gewollt, und so ist dann Großbritannien Ende Januar nicht nur aus der Europäischen Union ausgetreten, was wir alle ja mitbekommen haben, sondern es wurde auch ein Austrittsabkommen zum Austritt aus dem EWR beschlossen. Das heißt, Großbritannien ist heute noch vor den Zustand der 60er Jahre zurückgefallen, denn es ist ja auch nicht mehr Mitglied des EFTA. Und das ist eine Frage, die Souveränität Großbritanniens erlaubt das. Aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht schrittweise in unserer Nachbarschaft sowas wie den EWR doch wieder zum Modell machen sollten. Frau Ministerin, also eines der stärksten Argumente oder Kritikpunkte, Argument gegen, ist jetzt zu groß ausgedrückt, aber Kritikpunkte am EWR aus Liechtenstein heraus ist quasi, dass es zu einem ordentlichen Schub an mehr Bürokratie geführt hat. Darüber hinaus müssen Sie auch quasi einen Beitrag leisten, um an verschiedenen Programmen teilnehmen zu können. Können Sie uns sagen, wie sich dieser Bürokratie-Schub für Liechtenstein konkret auswirkt? Hat Liechtenstein überhaupt, und haben die Liechtensteiner Unternehmen die Kapazität, das zu managen?
Und wie groß ist denn der Beitrag, den Liechtenstein pro Jahr an die EFTA und an EWR-Institutionen quasi weiterleitet? Ich würde schon sagen, dass es stimmt, dass es wahrscheinlich schon gewisser auch Regulierungsdruck im EWR gibt, natürlich. Das möchten wir nicht schön reden. Ich glaube, das fühlt man in der heutigen Zeit auf verschiedensten Ebenen. Aber ist das zu viel? Ist auch der Preis vielleicht. Ja, ja, aber das ist auch der Preis für Zugang zu Europa, zum europäischen Binnenmarkt mit fast 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Und ich denke, das ist ein ganz klares Argument, das man auf sich nehmen muss, wenn man dabei sein möchte. Ich denke, das ist Teil des Spiels. Aber ich denke, das ist auch die laufende Diskussion in der EU, die das zeigt. Als Hoffnung zur Stärkung des Binnenmarktes ist das ja auch zu sehen. Ich würde das nicht mal nur negativ sehen, sondern auch positiv. Das stärkt uns ja auch als gesamte Vereinigung. Und von dem her, denke ich, auch unterstützt es mehr Subsidiarität in der EU und wird auch natürlich von Österreich gefordert, um es jetzt vielleicht mal so zu sagen. Ja, Liechtenstein setzt ganz klar auf intelligente Umsetzung und Liechtenstein-spezifische Lösungen natürlich als solches in enger Absprache mit der Wirtschaft. Und wir würden natürlich eine Bürokratiebremse natürlich auch unterstützen. Ich denke, das wäre uns auch geholfen oder das wäre auch eine Motivation, wie die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen beim Amtsantritt auch angekündigt hatte. Also wir haben doch noch Hoffnung, dass vielleicht auch ein bisschen noch eine Bremse reinkommt, jetzt auch in die sehr überregulierte Zeit von heute. Aber wie gesagt, die Krise zeigt uns natürlich eben auch, dass Regulation eben auch ein Bestandteil sein kann in solch schwierigen Zeiten, die die Welt momentan durchläuft und sicher auch die Europäische Union. Die norwegische Regierung hat in einem internen Evaluationsbericht quasi zum EWR ebenfalls ein positives Fazit gezogen, aber schon auch quasi nüchtern festgestellt, dass quasi eine nachhaltige Einschränkung der souveränen Rechte Norwegens quasi damit einhergeht und das natürlich auch eine demokratiepolitische Herausforderung darstellt. Wie wird dieses Dilemma in Liechtenstein diskutiert, quasi Regelungen umsetzen zu müssen, ohne beim Zustandekommen, beim Beschluss dieser Regelungen tatsächlich mit am Tisch sitzen zu können? Ist das überhaupt ein Thema oder sagt man, das passt schon so? Ich denke, wir sitzen größtenteils immer wieder am Tisch in verschiedensten Institutionen und muss sagen, ich glaube, wir haben genügend Möglichkeiten, mitsprechen zu können über eben die Kleinheit, die wir haben mit unseren EWR-Partnern. Von dem her denke ich, ist jetzt bei mir aktuell nicht gerade ein großes Thema, was bei uns eher größeres Thema aktuell ist, dass die liechtensteinische Politik ganz großen Wert auf die Bürgernähe als solches legt und da wirklich die kurzen Wege eben auch nutzt und diese auch den leichten Zugang in diesem Sinne auch zu Norwegen und Island natürlich tagtäglich nutzt. Wir haben einen ganz guten Austausch, wir verstehen uns, wir sind like-minded in verschiedensten Themen, das schätzen wir auch und deshalb glaube ich, ist die Möglichkeit doch dann wieder zu den größeren zu gehören und da auch die Stabilität durch eben Bürgernähe, durch kurze Wege zu vertiefen. Ich denke, das ist bei den Entscheidungsträgern und Gremien natürlich auch etwas, das uns die Möglichkeit erleichtert, da eben mitsprechen zu können. Mhm. Aber natürlich haben wir weiteren ein bisschen mehr Abstand zum Ganzen, natürlich durch das, dass wir eben nicht Teil der EU, sondern Teil des EWRs und so eigentlich ein bisschen der verlängerte Arm sind von dem Ganzen. Aber vielleicht auch, ja, Bürgerferne und Bürokratie sind auch Konzepte, die auch bei uns durchaus kritisch gesehen werden und wie natürlich eben auch, dass wir nicht bei allen wichtigen Entscheidungen am Tisch sitzen können. Aber ich denke, das muss man auch akzeptieren. Wir sind eben nicht Teil der EU, sondern des EWR und deshalb wirklich eigentlich verlängerter Arm. Und deshalb hat das bei mir jetzt in den Diskussionen letzten Zeit nicht groß Wellen geschlagen. Ich glaube, die größeren Wellen, die in der letzten Zeit geschlagen werden, ist, dass wir gemeinsam die Krise durchlaufen, gemeinsam auch uns gegenseitig stärken und vor allem jetzt auch, wenn es in Richtung eines Impfstoffes geht, da auch wirklich die Diskussion vorantreiben und gegenseitig uns unterstützen. Denn ich denke, nur so kann Europa sich stärken und eben auch gestärkt dann aus der Krise hervorgehen. Denn die Krise hat doch auf der Wirtschaftsebene und nicht nur Migration wurde heute schon angesprochen. Das sind alles wichtige Themen, die wir nicht unterschätzen wollen. Und da leistet natürlich Liechtenstein auch den entsprechenden Beitrag über verschiedenste Projekte und Institutionen, wo wir eben direkt am Tisch sitzen und uns auch einbringen können. Herr Sellmayr, spitze Zungen
vielleicht auch nur nüchterne Zungen behaupten, dass einer der Erfolgsgeheimnisse für den europäischen Wirtschaftsraum ist, dass es in Brüssel kein großes Thema ist. Also dass es einfach keine wirklich hohe Priorität hat, weder bei den Institutionen der EU noch bei den wesentlichen Playern der Mitgliedstaaten. Stimmt dieses sehr realistische Down-to-Earth-Urteil? Ein großes Thema ist immer nur etwas, wo es Probleme gibt. Und ich glaube, was Sie schildern, zeigt, dass der EWR hervorragend funktioniert, dass diese privilegierte Partnerschaft sich gut eingespielt hat. Die Außenministerin hat es ja eben angesprochen, die privilegierte Partnerschaft kommt ja auch zum Ausdruck, dass man eben sehr eng zusammenarbeitet, sich bevorzugt konsultiert und deshalb, auch wenn man vielleicht nicht immer mit am Tisch sitzt, sitzt man doch sehr nah am Tisch. Also das sind schon unsere engsten Partner und so beschreiben wir sie auch in den Regeln. Wir haben gemeinsame Institutionen, das darf man nicht vergessen. Der EWR ist ja nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern es gibt auch gemeinsame Institutionen wie den EWR-Ausschuss, wo wir zusammen am Tisch sitzen, wo wir gemeinsam diskutieren, wo gemeinsam Politiken auch besprochen wird mit unseren Partnern. Und die Außenministerin hat es angesprochen, gerade in der Covid-Krise ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja? Dass auch derjenige, der nicht voll dabei ist in allen Politiken, sich hier beteiligen kann, beispielsweise an der gemeinsamen Einkauf von Schutzmasken, von Impfstoffen. Da ist man als privilegierter Partner im EWR näher dran. Ne? Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Was mich überrascht, dass nicht mehr erkennen, die, sagen wir, in der Nachbarschaft der Europäischen Union sich der Europäischen Union annähern wollen, dass das doch eigentlich ein ganz attraktives Modell ist. Vielleicht ist es so attraktiv und funktioniert so reibungslos, dass der ein oder andere, ich denke auch an die Staaten des westlichen Balkans, sich das nochmal anschauen sollten. Denn wir wissen ja, die nächsten Beitritte der Europäischen Union sind noch in einiger Entfernung. Und so ein eingespieltes System, über das übrigens zweimal der Europäische Gerichtshof in ausführlichen Gutachten Stellung genommen hat, wie das im Einzelnen funktioniert. Wir haben ein eigenes Gerichtssystem, wir haben ein eigenes Aufsichtssystem für das Beihilfenrecht. Alles Themen, die man auf dem Weg in die Europäische Union lösen muss und vielleicht für den anderen, ja, Warteraum für die anderen, für andere eine Alternative. Vielleicht sollten wir noch mehr über den EWR reden. Ich wollte eigentlich erst gegen Ende ansprechen, aber ich bin ja hier nur der Dienstleister und wenn Sie es jetzt schon angesprochen haben. Ich kenne ja Ihre Fragen nicht. Ja, ja. Ist das tatsächlich etwas, was in den Spitzen der Institutionen der EU diskutiert wird, quasi den EWR, der jetzt tatsächlich nur für 5-6 Millionen Menschen quasi erweitert ist, mit Norwegen, Island und Liechtenstein quasi für andere Staaten zu öffnen, weil Stand jetzt ist das ein Club hochentwickelter, hocherfolgreicher, hochwohlhabender Staaten, die, wenn man ehrlich ist, gar nicht in die EU hinein wollen, aus dem einen oder anderen Grund des nationalen Interesses. Bei den Staaten, die Sie jetzt genannt haben, am westlichen Balkan, im Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa hinunter, die wollen ja alle drängend in die EU hinein. Das heißt, ist das ein tatsächlich gangbarer Weg, das als einen Zwischenschritt zu sehen, möglicherweise dann auch auf Dauer? Also ich glaube, wir haben einen befriedigenden Zustand im jetzigen EWR, aber das verbietet nicht, darüber hinaus zu denken, was man daraus in Zukunft machen kann. Und es wäre übertrieben zu sagen, dass das jetzt strategische Priorität der Europäischen Union ist, den EWR in diese Funktion weiterzuentwickeln. Aber ich erinnere mich an Phasen in den Brexit-Verhandlungen, wo darüber durchaus nachgedacht worden ist, wo der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker das mit der norwegischen Premierministerin Frau Solberg ausführlich besprochen hat. Aber Großbritannien ist ein hochentwickeltes, erfolgreiches, wohlhabendes Land. Noch, ja. Das ist richtig, aber das werden wir auch sehen, wie hier der Prozess weitergeht und diese Hoffnung hat sich auch zerschlagen. Es wäre objektiv gesehen ein angemessener Rahmen gewesen, da gab es aber kein Interesse auf britischer Seite. Der EWR ist etwas, die Frage ist, wie weit kann man ihn weiterentwickeln? Und er hat ja ein Mitglied verloren jetzt mit Großbritannien. Er bekommt in wenigen Monaten hoffentlich ein neues Mitglied dazu, weil Kroatien ist ja gerade auf dem Weg in die Vollmitgliedschaft. Das muss ja noch überall ratifiziert werden, aber ich sehe nicht, was das aufhalten sollte. Und insofern ist auch hier der EWR ein dynamisches Konstrukt, dass man sicherlich weiterdenken kann. Und man sollte nicht vergessen, es hat eingespielte Institutionen, es hat eine wechselnde Mitgliedschaft gehabt. Auch Österreich war dabei und Schweden war dabei und Finnland war dabei. Deshalb sollte man durchaus darüber nachdenken, ohne das derzeitige in Frage zu stellen. Natürlich ist der Club der Wohlhabenden, das hängt so ein bisschen als Klischee dem EWR an, aber man könnte auch gleichzeitig sagen, ein eingespieltes System der fairen,
Teilnahme am Binnenmarkt, der so weit geht, wie kein anderes bilaterales Abkommen im Vorfeld einer Mitgliedschaft oder als Alternative zur Mitgliedschaft die Teilnahme am Binnenmarkt einräumt. Eigentlich haben Sie hier alles zusammen, wenn Sie sagen, ich will meine Souveränität bewahren, aber ich will noch nicht voll Mitglied werden. Und wer weiß, ob das nicht in den kommenden Jahren nochmal wieder ein attraktives Alternativkonzept ist. Die Logik der EU oder aus Perspektive der EU verstehe ich bei diesen Worten von Martin Sellmayr. Wie ist das aus der Perspektive Liechtensteins? Weil da ist ja durchaus die Gefahr oder die Möglichkeit, dass ein sehr exklusiver Club, nämlich Island, Norwegen, Liechtenstein, erweitert wird, um möglicherweise eine Gruppe von Ländern, die nicht ganz so exklusiv sind. Würden Sie das begrüßen? Ich würde es jetzt nicht so sagen. Ich denke, die 25 Jahre haben gezeigt, dass es ein gutes Konstrukt ist, ein Konstrukt, das sich gewährt hat. Ich glaube, das haben auch viele mitverfolgt, die vielleicht irgendwann mal Interesse bekunden würden. Ich würde jetzt einfach mal so offen lassen. Großbritannien würde ja eigentlich von der Flaggenfarbe ganz gut dazu passen. Lassen wir es mal offen. Wir wissen ja nicht, was die nächsten 25 Jahre bringen werden. Aber ich denke, das wird man von Fall zu Fall dann entsprechend anschauen und auch schauen, wie sich das entwickeln könnte. Denn wie gesagt, bei uns natürlich ist sicher auch Teil der Erfolgsgeschichte, dass wir uns sehr ähnlich sind. Ich würde jetzt nicht sagen, Länder der Elite, überhaupt nicht. Ich würde einfach eher sagen, wir haben viele gemeinsame Ideen und Projekte, die wir gemeinsam vorantreiben möchten. Und ich denke, das hat auch wie in einer Familie, wenn alle am gleichen Strang ziehen, auf der gleichen Seite, macht es das natürlich einfacher, oder? Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, was die nächsten 25 Jahre bringen. Das wird man wahrscheinlich Schritt für Schritt dann entsprechend anschauen. Und da sind ja wir auch noch nicht die Einzigen, die entscheiden. Wir haben eine Stimme, aber die anderen Kollegen haben genauso eine Stimme und da wird man dann zusammen an den Tisch sitzen. Aber die Gruppendynamik wird sich doch verändern, wenn zu Island, Norwegen, Liechtenstein, dann Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien dazu stoßen würden. Das wäre ein anderer Club. Nicht unbedingt ein anderer Club, vielleicht ein Club mit anderen Interessen oder mit anderen auch Zielen oder vielleicht auch mit anderen Vorstellungen, wie die Zukunft ausschauen sollte. Ich glaube, da muss man wirklich von Fall zu Fall dann schauen, was Sinn macht und was auch den EWR entsprechend auch vertieft. Denn wie gesagt, 25 Jahre haben wir bewiesen, dass es ein gutes Konstrukt ist. Und ich denke, da haben wir auch Interesse, dass in Zukunft als gutes Konstrukt, als eben verlängerter Arm der EU, wenn ich es mal so sagen darf, auch wirklich weiter zu unterstützen und weiter voranzubringen. Herr Hämmerle, wenn ich da gerade noch einmal einhalten darf. Unbedingt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, dass Sie jetzt sozusagen den heutigen EWR in seiner Mitgliedschaft, wie er jetzt besteht, als sehr homogen darstellen. Also ich glaube, ich erinnere mich an die Zeitungsartikel, als sich die EWR-Mitgliedschaft durch das Ausscheiden Österreichs... Zeitungsarchiv ist die Rache der Journalisten. Was haben denn eigentlich Liechtenstein und Island miteinander gemein? Also jedenfalls in der Fischereifrage gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Interessen. Ich will gar nicht für die Außenministerin sprechen, aber ich glaube, es ist ein objektiver Faktor. Und man hat sich eigentlich in dieser Zeit, und das ist eigentlich das Erfolgsmodell des EWR, haben sich trotz dieser Heterogenität, hat man sich unter gemeinsamen Regeln und Prinzipien und Institutionen zusammengefunden. Was zeigt, dass die alte Idee von Jean Monnet, dass man durch konstruktive Zusammenarbeit tatsächlich näher zusammenrechnen kann und dann sogar dieses Familiengefühl erzeugen kann, was jetzt die Außenministerin eigentlich sehr plastisch geschildert hat. Und vergessen wir nicht, was auch immer passieren wird. Also eines Tages werden Nordmazedonien und andere Staaten Teil des EWR werden, also jedenfalls auf der EU-Seite, weil der EWR ist ein Abkommen, wo alle EU-Mitgliedstaaten und alle EFTA-Staaten bis auf die Schweiz dabei sind. Das heißt, früher oder später wird das passieren. Der EWR selber ist kein Instrument, was innerhalb der EWR-Staaten zu einem finanziellen Transfer führt, weil das ist ja wahrscheinlich das, was Sie ansprechen, warum Sie die Heterogenität ansprechen. Deshalb erträgt der EWR vielleicht auch mehr Heterogenität als später dann die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. Und das ist auch einer der Gründe, warum Jacques Delors 1989 gesagt hat, das ist doch ein Modell, wo man zeigen kann, dass man einen großen Schritt bereit ist, weiterzugehen. Ob man dann den nächsten Schritt weitergeht, das ist eine Frage, die muss man dann nach einer gewissen Phase zeigen. Und das kann sich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bieten ja eigentlich unseren Nachbarstaaten schon jetzt durch Assoziierungsverträge ähnliche Formen an. Die EWR hat nur das besonders Schöne, dass man dann in diesem Club eine Gemeinsamkeit in institutioneller Form erproben kann und sehr erfolgreich auch im Alltag durchleben kann. Und diese Erfahrung sollte man nicht vergessen. Wenn ich da vielleicht noch kurz anfügen darf, denn Sie haben es so schön gesagt, gerade die Fischerei hat uns in den letzten Jahren gezeigt, dass eben die Interessen nicht immer die gleichen sein müssen. Aber ich glaube, der Respekt, den wir im EWR uns gegenüber, den Kollegen gegenüber auch haben, ist, dass man eben gewisse Themen manchmal mitträgt, obwohl wir keinen mehr Zugang als solches haben. Bei uns in Liechtenstein, wir sind umgeben von Ländereien, aber gleichzeitig trotzdem die anderen respektieren und unterstützen, wo wir können in gewissen Fragen, weil wir einfach
like-minded sind als großes Ganzes. Mhm. Und auch wenn die einzelnen Themen zum Teil vielleicht andere Interessen hervorrufen oder unterstützen. Ja. Ich glaube, in dieser Runde wird ein bisschen unterschätzt das Problem der immer weniger werdenden Kretzer im Alpenrhein. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Frau Ministerin, vielleicht können Sie es ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen. Was ist eigentlich das stärkste Argument und der Grund, warum Liechtenstein nicht bei der EU ist? Ja, das stärkste Argument, ich denke halt eben, das noch stärkere Argument ist wahrscheinlich eben, dass der EWR sich als passende Integrationsform einfach bewiesen hat über die Jahre hinweg. Oder? Wenn es den EWR nicht gäbe, wären Sie dann dabei? Ganz genau, und deshalb ein EU-Beitritt als solches gar nicht unbedingt momentan notwendig ist, denn der EWR hat sich wirklich bewährt. Und ja, die Debatte über den EU-Beitritt als solches vielleicht in Liechtenstein wird nicht geführt, ich möchte es mal so sagen, vielleicht die EU-Vollmitgliedschaft stößt auf nur geringe Unterstützung in der Bevölkerung, eben weil der EWR solch eine große Zustimmung hat, oder? Und wenn man das eine hat und das andere nicht unbedingt benötigt, dann haltet man sich lieber an dem fest, das sich eben bewährt und das sich auch auszahlt. Und vielleicht, ja, mögliche Hauptargumente, um in die Richtung zu gehen, gegen einen EU-Beitritt Liechtensteins sind vielleicht unter anderem auch die Auswirkungen auf das Verhältnis mit der Schweiz, das ich sicher nicht unterschätzen möchte, denn die Nichtvereinbarkeit mit dem Zollvertrag unter anderem, aber auch das Verhältnis in Bezug auf die Annahme oder auch, dass die Schweiz weiterhin kein EU-Mitglied ist und das momentan auch so der Fall sein wird. Ich denke, das ist auch die Frage der Größenverträglichkeit, um vielleicht in die Richtung zu gehen, auch einer Vollmitgliedschaft Liechtensteins. Ich denke, das wäre alles sehr kompliziert und wir haben jetzt wieder in der Pandemiezeit bewiesen, Liechtenstein und die Schweiz, wir haben nie über Grenzen diskutiert, wir haben keine Grenzen, die Grenze ist der Rhein. Da muss man auch den Pass nicht unbedingt im Vordergrund haben, denn da steht niemand, der kontrolliert. Und das hat sich wirklich bewährt, jetzt auch in dieser Zeit. Das wurde nicht diskutiert, das wurde nie aufgebracht. Und das zeigt eben auch die Wichtigkeit unserer zwei Länder. Und da möchten wir jetzt auch nicht irgendwie zwischen Stuhl und Bank fallen. Denn Hauptargument pro Mitgliedschaft wäre sicherlich das Stimmrecht. Das haben wir jetzt auch mehrfach gehört, oder eben am Tisch sitzen zu können. Ich denke, da gehen wir so ein bisschen in einen Mittelweg, wo wir sagen, pro, contra, dass wir lieber in der Mitte bleiben und trotzdem als verengerter Arm entsprechend fungieren dürfen. Ich würde gerne anschließend noch kurz was nachhaken bei der Schweiz, aber weil der EWR so gut funktioniert, gibt es keine Notwendigkeit für den EU-Beitritt. Wie lange hat denn die EU noch ein strategisches Interesse, solche privilegierten Zugänge zu gewähren, oder wird das niemals enden, weil es immer im strategischen Interesse der EU sein wird? Ich glaube, es wird immer in unserem strategischen Interesse sein, die Staaten, die in unserer Nachbarschaft sind und mit uns wertemäßig verbunden sind und mit uns zusammenarbeiten wollen, so nah wie möglich an uns zu haben. Das ist ein logisches Interesse, das, glaube ich, jeder große Wirtschaftsraum, jede politische Einheit in einer oder anderen Form hat. Ich glaube, es ist auch wichtig zu erkennen, dass nicht alle Partnerschaften mit Nachbarn immer auf die Mitgliedschaft hinauslaufen müssen. Ich sage das bewusst, wir sind ja als Europäische Kommission, haben wir gerade noch mal deutlich gemacht, dass wir die Erweiterung weiterhin vorantreiben wollen. Aber wir haben auch gleichzeitig mit den Mitgliedstaaten eine neue Methodologie vereinbart, die zeigt, dass dieser Prozess sehr lange dauern wird. Weil die Europäische Union gewinnt nicht, wenn sie um jeden Preis heterogener wird. Das heißt, wenn es in unserer Nachbarschaft eine Alternative, eine privilegierte Partnerschaft für den EWR gibt, dann kann das auch im Interesse der Europäischen Union sein. Und so hat es Jacques Delors ja angedacht. Jacques Delors hat es genau 1989 so angedacht. Es soll etwas sein, was den Druck von der Europäischen Union nimmt, sich um jeden Preis zu erweitern und ihr auch die Zeit lässt, sich selbst zu stärken und zu reformieren. Wir haben hier Bürgernähe, Demokratieverstärkung angesprochen. Das sind ganz wichtige Elemente. Aber da müssen wir uns in der Europäischen Union zusammensetzen. Da können wir von außen lernen. Aber erstmal müssen wir uns in der kleinen Familie einigen, bevor wir andere dazu nehmen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der bis heute nach wie vor richtig ist. Und wenn es da ein funktionierendes Gebilde wie den EWR gibt, der Zwischenmitgliedschaft und Vollteilhabe gibt, ist es vielleicht auch gerade für Staaten, die andere Souveränitätsfragen haben, die vielleicht noch nicht ganz so aufgehen wollen im europäischen Prozess, eine interessante Alternative, die man nicht zu leicht von der Hand weisen sollte. Stichwort Schweiz, Frau Ministerin. Das ist ja tatsächlich ein hochkomplexes und hochdynamische Geschichte, die zukünftigen Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union
sind etwas fragil. Es gibt dann neue Verhandlungen über neue bilaterale Abkommen. Die müssen dann wiederum quasi auch ratifiziert werden. Liechtenstein ist seit den 20er Jahren, fast 100 Jahre, wie Sie gesagt haben, in einer Wirtschaftszollunion, Steuerunion, Währungsunion mit der Schweiz. Was ist das Szenario, der Plan B des Fürstentums quasi? Sollte sich die Schweiz in den kommenden Jahren quasi von Europa weiter entfernen und quasi dem Beispiel Großbritanniens folgen, obwohl es ja nicht Mitglied ist, aber quasi wieder mehr auf Distanz gehen, weil die Referenden einfach entsprechend so ausgehen. Wie würde sich dann Liechtenstein verhalten, weil Sie gesagt haben, das ist ein eminenter nationaler Wert, von auch wirtschaftlicher, historischer Bedeutung, diese enge Anbindung an die Schweiz. Gleichzeitig könnte das dann quasi zu einem Spannungsverhältnis zur Mitgliedschaft im EBR führen. Sehen Sie das so? Schwierig zu sagen. Ich denke, wir leben in einer solch schnelllebigen Zeit. Da wissen wir nicht, was morgen ist, denn wir müssen zuerst heute lösen. Und ich denke mir oft, die Schweiz wird ganz bestimmt auch die Gespräche mit uns haben, sollte das wirklich so weit kommen. Wir haben einen sehr regelmäßigen Austausch mit unseren Schweizer Kollegen. Ignazio Cassis wird in wenigen Tagen auch Liechtenstein besuchen. Und das ist wichtig, trotz der Krise die Nähe weiter zu vertiefen. Und ich denke mir, wenn die Schweiz wirklich in die Richtung gehen würde und sich weiter abspalten würde, dann würden wir natürlich auch die Situation neu anschauen. Aber ich denke, das wäre dann anders. Zeit, das zu jenem Zeitpunkt dann zu machen, wenn es soweit ist. Für uns momentan ist sicher wichtig, dass wir die jetzige Lage unter Kontrolle haben, die Weltlage auch unter Kontrolle haben. Ich denke, da gibt es viel, viel mehr Diskussionen als jetzt die Schweiz, die sich allenfalls weiter entfremden könnte. Denn wie gesagt, die Schweiz muss sich auch bewusst sein, was das für Konsequenzen für sie hat. Und ich denke, das werden Sie alles gut prüfen und überlegen, sollte es wirklich mal so weit kommen. Und daran anschließende Frage, auch Europa diskutiert ja durchaus leidenschaftlich seine eigene Zukunft und die Prioritäten und hat eine durchaus anspruchsvolle Agenda vor sich abzuarbeiten an eminenten Herausforderungen von der Migrationspolitik über Steuerpolitik, Handelspolitik und. Mit welchen Augen beachten denn das Fürstentum, ein EWR-Mitglied quasi, dieses innere Ringen der Europäischen Union quasi um weitere Integration und den Weg der künftigen Integration? Weil eigentlich, würde ich jetzt mal vermuten, müssten Sie sich quasi einen sehr erfolgreichen, fast reibungslosen Fortschritt diesen europäischen Integrationsprozesses der EU-27 wünschen, um quasi ein reibungsloses Funktionieren des EWRs sicherzustellen. Weil sobald es nicht mehr so reibungslos funktioniert, könnten vielleicht wieder Abgrenzungsfragen auf der Agenda auftauchen. Und konkret gefragt, mit welchen Augen betrachten Sie denn diese innereuropäischen, zwischen den EU-27 geführten Diskussionen um die weitere Entwicklung der europäischen Integration? Ich denke, als großes Ganzes ist bei uns immer im Vordergrund, dass der Dialog gefördert wird und auch die Diskussionen rund um diese Situation. Ich denke, am Ende des Tages ist es sicher die Entscheidung der EU. Wir werden uns anpassen müssen, denn das ist auch das Ringen um Lösungen, das wir ständig haben, ist natürlich immer nahe gekoppelt an den Entscheidungen der EU. Und da möchte ich einfach vielleicht auch sagen, klar, was die Zukunft bringt, das wissen wir heute nicht. Ich hoffe, dass man immer gute Lösungen finden wird, um auch den EWR weiter so aufzubauen oder so leben zu lassen, wie es heute der Fall ist. Denn der EWR ist ein Erfolgsmodell für jegliche verschiedenste Staaten, auch für die Kooperation als Ganzes. Das hat sich bewährt, das sieht man auch heute einmal mehr, eben an der Umfrage, die wir jetzt gerade auch wieder repräsentativ hatten in unserem Land. Ich glaube, vor 25 Jahren hätte man nicht gedacht, dass es so ein Erfolgsmodell werden könnte. Heute sieht man, was die Vergangenheit gebracht hat. Und ich hoffe doch sehr, dass man das auch bei der EU als solches erkennt und auch weiter fördert. Dass da sicher nichts im Wege steht, auch sollte die EU sich entsprechend weiter bewegen oder eben weitere Diskussionen haben über zusätzliche andere Länder, die allenfalls beitreten werden. Herr Söllmeier, wie ist dieses ambivalente Verhältnis, quasi dieser innereuropäische Integrationsprozess und quasi dein Blick und die Rolle, den der EWR dann aus Sicht dieser EU-27 Stand jetzt halten wird? Weil da ist durchaus eine wechselseitige Dynamik auch in der Bedeutung, im Stellenwert dieser beiden Räume und Institutionen.
Also ich glaube, jeder Wirtschafts- und Integrationsraum muss ein Interesse daran haben, dass seine Nachbarräume, die Nachbarstaaten prosperieren und sich gut entwickeln. Und deshalb ist der EWR ein Beitrag dazu, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft dazu beiträgt, wo man sich auch gegenseitig befruchten kann, miteinander diskutieren. Das schließt aber auch die Schweiz ein. Das schließt auch die Schweiz und Großbritannien ein. Die Europäische Union muss ein Interesse haben, dass sich diese Nachbarn, auch wenn sie schwieriger sind und der eine sich jetzt weiter entfernt, dass die langfristig jedenfalls prosperieren und Partner sind in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Europäische Union ist durch den EWR nicht daran gehindert, sich weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, der EWR erlaubt es sogar der Europäischen Union, sich weiterzuentwickeln und den Staaten, die uns so eng verbunden sind, fallweise dazu beizutragen. Denn das ist ja möglich. Ich sprach eben an, wie sich Liechtenstein oder auch Norwegen an den Migrationsherausforderungen beteiligt haben. Jetzt hat die Europäische Union gerade ein historisches Finanzpaket beschlossen, um die Folgen der Covid-Krise zu bewältigen. Da sind die EWR-Staaten nicht finanziell direkt beteiligt, aber natürlich in einzelnen Programmen, die in Zukunft stehen, und das wird in den EWR-Staaten dann zu diskutieren sein, ist das neue Forschungsprogramm, das deutlich stärker ausgestattet sein soll und das auch stärker in der Gesundheitsforschung, in der medizinischen Forschung eingesetzt wird, ist das vielleicht etwas, wo man sich von Fall zu Fall beteiligen möchte oder sogar strukturiert beteiligen will. Und der Vorteil des EWR ist, da kann man sich entscheiden. Da kann man sich entscheiden, das ist die freiwillige Entscheidung der EWR-Staaten. Wir freuen uns natürlich, wenn sie sich beteiligen, weil wir Forscher und Beiträge aus den EWR-Staaten, die nicht der EU angehören, begrüßen. Aber der Vorteil ist eben, dass er diese dynamische Form der Zusammenarbeit erlaubt. Und ich glaube, das sollten wir in Zukunft aufrechterhalten. Also nochmal, der EWR ermöglicht und fördert eine stärkere Integration der EU und behindert sie nicht. Er ist eigentlich genau zu dem Zweck gemacht, dass man an dem Binnenmarkt teilnehmen kann, ohne den politischen Integrationsprozess zu stören. Und im Gegenteil, er wird nicht gestört, sondern er wird dadurch, dass die EWR-Staaten alle unsere Werte teilen, eigentlich eher befördert und bekräftigt. Dann vielleicht da, wenn ich noch kurz anfügen darf, das auch so schön gesagt, wenn man bedenkt, dass man ja nur so stark ist, wie die Nachbarsländer es sind. Das macht auch uns stärker. Und wir haben jetzt gerade auch bei uns im Landtag einmal mehr zusätzliche Hilfe für die Ärmsten unserer Welt gesprochen. Jetzt gerade ganz klar auch die, die unter der Covid-Krise am meisten gelitten haben. Und das wurde jetzt gesprochen, das Geld, das wird jetzt entsprechend ausgezahlt in den nächsten Wochen. Und auch da einmal mehr ein Zeichen. Wir sehen, was auf der Welt passiert. Wir unterstützen, wo wir können. Und selbstverständlich, wenn die EU spricht, dann ist auch uns ein großes Anliegen, da entsprechend mitzugehen und auch mit zu unterstützen. Letzte Runde von meiner Seite aus und ich gebe dem Herrn zu meiner Linken das erste Wort. Wir feiern 25 Jahre EWR-Mitgliedschaft Liechtenstein, 26 Jahre EWR. Wo werden wir in 25 Jahren stehen, gerade im Hinblick auf diese beiden Räume? Auch das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, die unglaubliche Dynamik, die in diesen Prozessen drinnen sind, auch man muss es so ehrlich sagen, die Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen. Wer hätte geglaubt, dass es tatsächlich zum Brexit kommt und. Und da rede ich jetzt gar nicht von Zäsuren wie 1989 und anderen. Und vielleicht quasi sagen, warum, was sind die zwei, drei Grundannahmen für diese Ihre Prognose in 25 Jahren? Herr Hemmele, ich würde nicht für die Europäische Union arbeiten, wenn ich nicht von einem grundsätzlichen Optimismus getragen wäre. Deshalb verstehen Sie auch meine Aussagen so. Ich glaube, die Entwicklung um unseren Kontinent herum, die unsicher werdende Welt, das Infragestellen der regelbasierten multilateralen Zusammenarbeit in einigen Teilen der Welt, zwingt uns Europäer näher zusammenzurücken. Und alle Formen, die zu dieses Zusammenrücken zur Verfügung stehen, die sollten wir dazu nutzen. Die Europäische Union selber ist in einem Prozess, wo wir immer zusammenrücken. Die Covid-Krise hat da nochmal als Katalysator gewirkt. Wir haben jetzt praktisch ein doppelt so großes Finanzpaket beschlossen, wie wir das in vergangenen Finanzperioden gemacht haben. Und das tun wir natürlich, weil wir wissen, dass wir nur, wenn wir uns zusammentun, gestärkt aus dieser Krise herausgehen können und auch neue Krisen dann resilienter bestehen können. Und ich glaube, das gilt auch für unsere Nachbarschaft. Wir beginnen jetzt mit einer Konferenz über die Zukunft Europas gegen Ende des Jahres, wo wir einen Prozess beginnen, wo wir nochmal darüber reden, was ist eigentlich aus den vielen Krisen der Vergangenheit, aus der neuen Weltordnung herum, was für Schlussfolgerungen sind zu ziehen. Und ich bin sicher, dass das Ergebnis davon mehr Demokratie in Europa, mehr Bürgerbeteiligung, aber auch eine stärkere Form der Integration in Kernbereichen, beispielsweise der Außenpolitik oder der Finanzpolitik, dazugehören wird. Und der Klimapolitik natürlich, die, glaube ich, von uns allen auch den
EWR-Staaten augenblicklich als ganz, ganz große Priorität angesehen wird. Und deshalb meine ich, ich erinnere mich an die Diskussion im Verfassungskonvent, da haben alle darüber geredet, dass wir einen Artikel brauchen über die privilegierte Partnerschaft mit unseren Nachbarn. Ich bin ganz sicher, dass zu den Konzepten für die Zukunft Europas auch die Organisation enger Verhältnisse und konstruktiver und privilegierter Verhältnisse mit unseren Nachbarstaaten da sein muss. Und wenn da der EWR in das Angebotsportfolio der Europäischen Union mit hineinkommen wird, würde mich das nicht überraschen, ist eigentlich die logische Konsequenz der erfolgreichen Beteiligung von einigen Mitgliedstaaten am EWR, nicht zuletzt Liechtensteins, an diesem Erfolgsprojekt. Josep Borrell hat Liechtenstein gratuliert zum 25-jährigen Bestehen der Mitgliedschaft und gesagt, es ist eine wahre Erfolgsstory. Ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Wo wird diese wahre Erfolgsstory in 25 Jahren stehen, Frau Ministerin? Ja, das waren so gute Worte. Ich denke, das hätte fast der Schluss sein können. Ich füge aber gerne noch kurz hinzu, um einfach zu sagen, ja, es ist eine privilegierte Situation, wenn man es so nennen möchte, wie Sie es gemacht haben. Aber die kostet natürlich auch. Und da haben wir uns natürlich auch entsprechend beteiligen wir uns. Es ist ja nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben unsererseits. Und ich denke, gerade die Herausforderungen der heutigen Zeit zeigen eben ganz klar, wir befinden uns in neuen, wir schreiben die Geschichte jetzt neu. Die Situation der Krise hat uns erneut gezeigt, dass es eben wichtig ist, zusammenzustehen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das werden wir auch weiterhin tun. Einfach zusätzlich vielleicht noch zu sagen, wir hoffen natürlich, die 25 Jahre der Vergangenheit sind auch 25 Jahre der Zukunft entsprechend die gleiche Erfolgsgeschichte eigentlich so weiterführen zu dürfen. Schade, dass wir dieses Jahr jetzt das Jubiläum entsprechend nicht feiern durften. Das war Covid-bedingt, mussten wir es absagen. Deshalb umso schöner heute den EWR und wirklich auch die 25 Jahre in den Mittelpunkt zu stellen und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zu zeigen, was eben der EWR nicht nur für Liechtenstein, aber auch für die EU bedeutet, eben gemeinsam stark zu sein und gemeinsam jetzt auch den weiteren Weg zu gehen. Und dann nochmals ein herzliches Dankeschön, nicht nur fürs Gespräch heute, auch für alles, was Sie in der Vergangenheit gemacht haben, um das eben auch so zu unterstützen, wo wir heute stehen, denn das hätten wir alleine auch nicht hinkriegen können. Da brauchen wir wirklich auch die großen Länder, die uns auf dem Weg unterstützen. Und ich denke mir deshalb noch einmal zu sagen, ich hoffe, 25 Jahre Vergangenheit zeigen. Die nächsten 25 Jahre können genauso erfolgreich aussehen. Das hoffe ich doch sehr. Und dass wir eben gemeinsam jetzt auch gestärkt hoffentlich aus der Krise rausgehen. Denn was wir jetzt gelernt haben in den letzten Monaten, zeigt uns eben auch, man kann zusammenstehen, auch in schwierigen Zeiten. Und man kann auch daraus lernen. Und ich hoffe doch sehr, die Lessons learned, dass wir die letzten Monate jetzt auch mitnehmen und das eigentlich vor Augen halten, wenn es wieder in vielleicht hoffentlich irgendwann auch wieder bessere Zeiten geht, dass wir doch sagen können, wir haben auch die schwierigste Zeit der letzten Jahre gemeinsam durchlaufen. Und das ist doch etwas, wo ich sagen kann, ich habe Hoffnung, dass es gut weitergeht und bedanke mich nochmals herzlich fürs Gespräch heute. Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Vielen herzlichen Dank, Herr Sellmayr. Das war's aus dem Haus der EU. Danke an allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Vor allem voran dem Haus der EU, den Institutionen der Europäischen Union, dem Fürstentum Liechtenstein, dem ganzen Team, den Leuten hinter der Kamera, an den Reglern. Herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen schönen Freitagnachmittag. Haben Sie ein schönes und erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Walter Hämmerle, Wiener Zeitung. Danke.